Ja, Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sehr bald kommt. Sei mit euch, liebe Geschwister, liebe Besucher. Dank dem Herrn, dass wir keine Besucher haben, weil wir sind ja, wer zu Jesus gehört, ist kein Besucher mehr automatisch. Wer sich noch als Besucher fühlt, dann darf er zu dem Herrn Jesus kommen. Und dort wird man Einbürger, Heimbürger, keine Hamburger, sondern die Eigentümer des Herrn Jesus Christus, die der Herr dich heute hierher geholt hat. Es ist eine Freude, dass du hier bist. Und noch größere Freude ist, wir dürfen das Wort Gottes an einem Sonntag hören, wie diesen Tag, dass die Gemeinde zusammenkommt, dass jeder von ihr, der hier anwesend ist, dass er etwas mitnimmt. Es ist gut, dass du mal die Zeit stoppst, wie wir sehen, als Josua die Sonne anhält. Der Kampf ist der Kampf des Herrn und so auch wir sind des Herrn. Und wir wollen die Aussprüche Gottes weitermachen, wo wir angefangen haben und hier geht es weiter. Ich mache weiter in der Serie und zwar das Johannesevangelium. Die letzten zwei Predigten waren über die Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus und die zweite war, Menschen zu Jesus zu führen, der Bruder des Simon Petrus, der Andreas. Und wir sind genau in dieser gleichen Stellung und die dritte ist jetzt seit ihr gefordert von uns. Wir haben aus dem wichtigsten Kapitel, aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die Begebenheit mit einem Pharisäer, ein oberster Schriftgelehrter. Und da gehen wir gleich in die Schrift rein. Johannesevangelium Kapitel 3, 1 bis 21. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Der Sohn Gottes ist als Retter in die Welt gekommen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ja, das Johannesevangelium unterscheidet sich sehr stark von allen anderen drei Evangelien. Wir kennen ja Matthäus, Markus und Lukas. Der Schreiber des Johannesevangeliums legt sehr viel Werte auf die Worte des Herrn Jesu. Herkommen
gleich darauf hin, dass ein Mensch eine Begegnung mit Gott braucht. Auf Augenhöhe mit dem Herrn Jesus Christus. Deswegen war es so wichtig, das Johannesevangelium, die Aussprüche des Herrn Jesus Christus, viel mehr davon zu berichten, als die Wunder. Wir sehen Matthäus Evangelium, Lukas, Markus, viele Wunder. Aber davon haben wir jetzt mal drei Evangelien, die sind eigentlich genug getan. Es muss eigentlich schon genug sein, dass man nicht immer von Heilung sprechen, sondern von den Taten. Taten der Augenbegegnung Gottes. Und wie wunderbar ist es, dass ausgerechnet Johannes das schreiben darf. Wisst ihr, die neue 21 Luther gefällt mir sehr gut. Wer sie noch nicht hat, können wir empfehlen. Wir machen keine Empfehlungsbibeln, aber sie ist wirklich gut. Alle Worte Jesu sind rot markiert. All sein Reden ist in rot markiert. Da siehst du gleich, wenn Johannes etwas schreibt, ist es schwarz. Wenn Jesus redet, kommt die Liebe zum Vorschein, Farbe rot. Da können wir dann sehen, warum ist es wichtig, gerade dort, dass wir das brauchen, wozu Gott seinen Sohn sandte. Und von Anfang sagte er, Schreiber Johannes, im Anfang war das Wort. Er geht zuerst zu Wurzeln, dann packt er die Wurzel an. Dann zweite werden wir mit eingerissen. Im zweiten Kapitel werden die ersten Jünger ausgesondert in die Nachfolge. Und der dritte Kapitel hat es in sich. Hier kommt ein Rabbiner, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer. Zu damaliger Zeit waren die Pharisäer, sie haben sich vermehrt, wie heute die korrupten Politiker, die werden immer mehr. Auch in der Arbeit bei uns, wir haben immer mehr Bürokraten statt Maschinenarbeiter. Das ist interessant. Ja. Wir haben vielleicht an einem Platz haben wir 4 Schichtkoordinatoren, das ist unglaublich. In der ganzen Firma vor 10 Jahren war nur einer für die ganze Firma zuständig, aber davon werden sie immer mehr. Und zu dieser Zeit haben sich diese Schriftgelehrten auch immer mehr vermehrt. Ja, das waren Schreiber, Gelehrten, Politiker und Führer. Das heißt, alle Folge in einem zusammengeführt. Sie haben sich immer mehr vermehrt, immer mehr ans Gesetzliche heranzugehen, die Leute da anzupacken über das Gesetz, über die Sabbatgebote. Davon vermehren sich immer mehr. Das heißt, immer mehr auf die Leute zuweisen, aber wenig Geistlichen. Wie Jesus sie tadelt oft. Immer wenn sie in die Nähe kommen, sagt der Herr Jesus Christus von außen, hui, innen, pfui. So ist meine Worte kurz gesagt. Von außen alles schön, aber innen ist nichts schön. Das ist nur eine floskelnde Maske. Und dies ist so wunderbar, diese Geschichte, das ist für uns aufgeschrieben, das kann heute auch deine Geschichte sein. Dieser Pharisäer Nikodemus, dessen Name hat es auch in sich. Ist so wunderbar. Sein Name bedeutet Volkssieger. Und wer ist der Volkssieger eigentlich? Der Jesus Christus ist der Volkssieger. Er kommt jetzt auf diese Augenhöhe mit dem Herrn. Und das Interessante ist, dieser Volkssieger wurde aber eigentlich nicht auf einen gläubigen Menschen den Namen gegeben, sondern seine Eltern hatten seinen Namen übernommen von einem, ja, so wie Barabbas, so ein Heeresführer damals, wie Theudas, Anstifter. Er wurde nach so einem benannt. Sie hatten ihre Hoffnung gehabt durch Nikodemus, dass er vielleicht ein Politiker wird, irgendwann mal zu einem Volkssieger. Aber der Urteil war besser. Er wurde nicht so ein Volkssieger, sondern Jesu Jünger. Und das ist so wunderbar. Die Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, viele denken, Nikodemus war ein Feigling. Viele denken, er war ängstlich. Er kam in diese Nacht zu dem Herrn Jesus Christus, weil es Nacht war. Aber in Wahrheit ist, so glaube ich fest daran, er war ein Diener Gottes. Ihr wisst ja, wo sind wir meistens? Bis abends findet ihr uns hier in der Gemeinde. Wann kommt der Matthäi, der Bruder, die Schwester, die Geschwister nach Hause? Unter der Woche nach Bibelstunde? Es kann schon manchmal 11 Uhr nachts sein, 23 Uhr, es kann schon 22 Uhr. Ich bin sicher, dass der Nikodemus seinen Dienst versah. Er machte seinen Dienst in der Treue. Und er hatte immer noch Hunger gehabt, abends die Gemeinschaft, den Herrn Jesus Christus zu suchen, mein Lieben. Seht ihr, das ist ein angenehmer Gottesdienst. Er kommt abends zu dem Herrn Jesus Christus, nachdem er auch trotzdem im Tempel war, die Aussprüche gehört hat und hat auch von dem Herrn Jesus Christus erfahren. Alles, was er eigentlich von sich, ist der Paradox eigentlich.
Ein Rabbiner, ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus und hört euch mal diese Worte an. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Ja, wann hast du Jesus gesehen als Lehrer? Ja, obwohl das Neue Testament sagt, Jesus Christus ist König, Priester, Prophet, Apostel, er ist alles. Wer hat gesagt, dass Jesus ein Lehrer ist? Zunächst muss man wissen, damals ein Lehrer, damals der die Schrift auslegte oder schrieb, hat eine andere Funktion gehabt. Und zwar, er war ein Geistlicher. Er war voll autorisiert, in Vollmacht zu predigen und zu übergeben. Und das ist der Unterschied. Deswegen lobt der Nikodemus den Herrn Jesus, sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Und was sagt der Jesus Christus? Applaus. Gut, das hast du erkannt. Nee, so auch wir. Wenn wir etwas machen, tun, dann gibt es nichts zu applaudieren. Sondern wir wollen, dass der Jesus Christus, dass Menschen nicht sagen, du bist ein guter Redner, du bringst etwas zustande. Nein, Jesus sagt, wahrlich und wahrlich. Einmal ist es eine menschliche Seite, sagt, ich sage dir. Das andere ist dann, ich sage dir vor Gott. Deswegen ist es doppelt angehangen, zweimal wahrlich. Vor den Menschen und vor Gott. Ich sage dir, wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es zu dieser Zeit über 6000 Priester gab von diesen Pharisäer, Sorten und Reihe. Und 71 von denen waren zum Morden aufgestellt. 71. Und davon war auch einer dieser Nikodemus. Und Jesus sagt zu ihm, egal welchen Rang du hast, Höhe, Stellung, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und was sagt der Nikodemus, der Volkssieger? Wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, nachdem er so alt geworden ist? Kann er etwa ein zweites Mal in seine Mutterschoß wieder hineingehen? Schaut mal, ich verstehe manchmal nicht, warum Menschen das nicht verstehen. Die Bibel lässt sich doch von alleine auslegen. Sie legt sich selbst aus. Der Nikodemus sagt doch genau, was das Wichtigste ist. Uns, wir sind doch mit Sünde behaftet. Die klebt an uns. Wir sind schmutzig, verdorben. Wir sind unrein. In allen Punkten sind wir schuldig. Und Nikodemus ist der Einzige, dieser Volkssieger, der erkannt hat, ich bin ein Sünder. Aber das heißt dann, wenn ich nochmal in meine Mutter schoss, irgendwie, wenn ich die Möglichkeit habe, komme ich als Baby, so als rein, wie viele in der Islamwelt, muss reine Lippen haben, aber vom Herzen total verdorben. Ja, viele Lehren meinen ja, du musst rein sein. Natürlich finden wir das auch in der Bibel, weil nämlich der Herr seine Finger auf unsere Zunge, in unseren Mund legt, dann werden wir erst dann rein. Und wir sehen, das bringt nichts. Hier gibt es keine zweite Wiedergeburt durch Mutti. Nein, nicht diese Art von Wiedergeburt, sondern im geistlichen Sinne. Und was meint ihr? Denn Nikodemus wusste nicht, was eine Wiedergeburt ist. Zu damaliger Zeit wusste ein Priester, ein Rabbiner nicht, was eine Wiedergeburt ist. Sie wurden sehr oft wiedergeboren damals. Die Frage ist nur, aus was? Dazu werden wir kommen. Zu damaliger Zeit, ich werde noch ein paar Anhaltspunkte dazu noch geben. Es wäre besser eigentlich für eine Bibelstunde das zu halten, aber ich gebe euch trotzdem heute mit. Zu damaliger Zeit gab es in der jüdischen Religion 6 Arten von Wiedergeburten. Sie fanden alle unter diesem Motto statt, und zwar von klein auf, wie bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? In welche Familie bist du aufgewachsen? Aus welchem Hintergrund? Aus deiner kirchlichen Würde? Und dann heißt es, welche Schüler warst du? Und dann warst du Lehrer. 6 Punkte, kurz aufgezählt. Vielleicht machen wir da mal ein Bibelstunde, wenn der Herr Gnade schenkt. Und diesen 6 Punkte kannte Nikodemus. Von 2 war er ausgeschieden. Er war ja Bürger, kein Heide. Und zweite war, er war kein Königssohn. Aber dafür ein Königskind für den Herrn Jesus Christus. Das heißt, sie wussten wohl, Nikodemus wusste sehr wohl, was eine Wiedergeburt ist. Aber es gab ein Hindernis für ihn, was er niemals begreifen konnte. Das war zu schwer für ihn. Und da muss jeder Mensch klein beigeben
und sich schuldig bekennen und sagen, wie werde ich denn wieder geboren? Wie kann ich das Reich Gottes erben? Da muss man einfach alle stehen lassen und sagen, Rabbi, nur du kannst helfen. Und warum sagt der Nikodemus, unser Volkssieger, denn die Leute verehren unsere religiösen Führer, ihn überhaupt Rabbi, das heißt mein Herr. Rabuni, richtig gesagt, Rabbi heißt Meister. Wieso? Wer ist eigentlich von den beiden der wahre Rabbi gewesen zur damaligen Zeit? Nach der Schrift. Der Herr Jesus hat den Titel bekommen als Lehrer. Wer war der Lehrer eigentlich zu dieser Zeit? Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus keine Schule in den Tempel gegründet hat, aber dafür hat er eine andere Schule aufgeweckt. 12 Laien. Und was wurde aus ihnen? Sie gingen in die Reihen. Und wenn Jesus durch die Reihen geht, bleibt keiner mehr Laie. Und seht ihr, Nikodemus war wohl der Lehrer und er war sowohl ein Rabbi eigentlich zu der Zeit. Und er kommt zu dem Herrn Jesus, beugt sich der Größe. Und so ist diese erste Erkenntnis, dass wir kennen Jesus, der Herr. Und das Große kommt vor dem, der der Herr ist. Nikodemus erkannte, dass Jesus Christus etwas ganz Besonderes ist. Nur die Schwierigkeit lag darin, als der Herr Jesus Christus schauf, sagte er, du musst von Neuem geboren werden. Und diese Wiedergeburt muss jeder Mensch erlebt haben, um in den Himmel zu kommen. Übrigens war heute mein Thema, ist die Voraussetzung, um ins Himmel zu kommen. Oder man kann auch zweiten Wort sagen, wie wird man ein Christ? Oder wie wird ein Mensch wiedergeboren? Das ist sehr wichtig. Wenn jemand nicht weiß, ob er in den Himmel kommt, dann können wir dem mit Gewissheit sagen, heute ist die Begegnung mit dem Höchsten da. Heute darfst du deinen Namen reinschreiben. Statt Nikodemus schreibst du deinen Namen, ob du Demus heißt oder Nikolaus oder Nico. Heute kannst du deinen Namen eintragen. Die Augenbegegnung des Herrn Jesus Christus kommt. Schaut mal, er wusste wohl, dass dieser Nikodemus eines Tages auch zu ihm kommt. Es war ein aufrichtiger Mensch. Wir sehen ja, wie wir Jesu Leib 300, ich glaube, das waren damals 30 Kilo, das waren Haufen Geld, 30 Kilo, Myrrhe, Öl, Weihrauch, alle Mischensorten, die den Herrn Jesus sein Leib salbten. Und das war damals auch nicht wenig. In Johannes 19 sehen wir, wie er damals den Leib Jesu salbte. Jetzt, glaube ich, Johannes 19, Vers 39 war das, ja. Und so auch wir kommen gleich auch wie ein Nikodemus und kommen zu ihm und fragen auch, wie wird ein Mensch wieder geboren? Ja, es ist wichtig zu wissen, wenn du heute deine Augen zumachst, wo wirst denn du sein? Du weißt ja, dass du nur ein Gast bist auf diesem Weg und du bist wie jeder unter uns hier, wie Nikodemus, zu jener Stadt wollen wir alle hingehen. Und da hat der Herr was Wunderbares für uns vorbereitet. Und warum schreibt von allen diese Geschichte Johannes überhaupt das Johannesevangelium? Warum ist es so lebenswichtig? Warum war es nicht der Simon? Warum war es nicht Lukas? Warum war es nicht der Josef oder irgendeiner? Dessen Name sagt schon alles. Wer weiß, was der Name Johannes bedeutet? Gott ist gnädig. Und tatsächlich ist die Gnade Gottes erschienen und sie nimmt uns in Zucht, dass wir den ungöttlichen Wesen absagen, meine Geschwister. Johannes musste das schreiben. Von dieser Rettungstat des Herrn Jesus Christus musste ein Johannes schreiben, diktieren und das für uns Übergabe zu geben, damit wir unser Leben übergeben. Und was war vor Johannes? Wieder Johannes. Was war mit dem Johannes? Er war es. Der andere Johannes war es, der zur Taufe die Leute einlud. Kommt, lasst euch taufen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Bußfertige Herzen heißt zu bereuen, das, was du tast. Und Nikodemus, wir sehen in ihm, er erkennt es, er sieht es und spürt, hier ist ein gewaltiger Mensch vor ihm. Und interessant ist, Johannes, schaut mal, was war. Es ist doch so wunderbar, so köstlich, wie Johannes schreibt. Es war aber ein Mensch. Was hättest du denn geschrieben?
wenn du ihn gesehen hättest, wärst du wie unsere Leute zu dem Priester seine Hand küssen gegangen? Wenn ihr den Papst seht, hebtet ihr die Hände, knien vor den Leuten, hebtet euch gebeugt. Aber Johannes ist ganz kühn. Und er sagt, es war ein Mensch. Warum ist er ein Mensch? Es gibt keine Differenz. Zwischen uns und Gott sind wir auf Augenhöhe. Wir sehen nur geradeaus. Da ist nichts verbogen, da ist nichts überhoben. In Jesus Christus ist alles auf Augenhöhe. Darum konnte er sagen, es war ein Mensch. Wir alle sind Menschen. Von Natur aus sind wir überhaupt nicht Freunde Gottes, wie der Apostel Paulus sagt, sondern genau das Gegenteil trifft ein. Und da kommt der Herr uns zugute und schaut dich an und will dir mit sagen, weißt du, lass alles ab. Komme heute zu mir. Ich forme das, was bei dir unformbar ist. Es kann sein, dass du geknickt bist, dass du gebrochen bist. Es kann aber auch sein, dass du eine pastorale Aufgabe hast. Es kann sein, dass du ein Priester bist. Wir sind mehr als ein Priester. Ihr wisst ja das, Könige und Priester. Egal wie hoch die Menschen sind, mit welcher Würde, Hürde, Titel sie kommen, wir sind mehr. In der Gnade des Herrn Jesus sind wir Könige und Priester. Dieser Doppelanspruch kann nur der haben, der das Blut Jesu in Anspruch nimmt. Drum, liebe Geschwister, war es so wichtig, dass dieser Nikodemus den Herrn erkennt und sieht. Und jetzt war ja auch die Frage, ja, wie komme ich in meine Mutter Schoß wieder rein? Schau mal, wenn der Jesus sagt, der Mensch muss aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Es sind zwei Sachen, die sind lebenswichtig. Und es gibt keine größere falsche Lehre als die Lehre von heute. Und viele Geschwister haben auch ein Problem damit. Viele sehen in diesem Wasser, dass man die Kindertaufe, dass das so missbraucht wird, leider in vielen Gemeinden. Aber wenn man sich natürlich mit dem Wort Gottes befasst, dann sieht man, die Bibel legt sich von alleine aus. In Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 26, hören wir kurz darüber, wie der Apostel Paulus zu denen kurz passt das Wort an, 5, 26, da sagt er um die Gemeinde des Herrn, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Und das ist gemeint, ihr Lieben. In diesem Wort, wo der Jesus Wasser und Geist sagt, es ist das Wort Gottes. Und in anderen Worten sagt er, wie sollen sie sich aber umkehren, wenn sie nicht gepredigt haben, Römer 10. Wie sollen sie aber sich bekehren, wenn sie nichts gehört haben? Wie soll eine Wiedergeburt stattfinden ohne das Wort Gottes? Wie kann ein Mensch befreit werden ohne Worte, zu denen wir Ja und Amen sagen? Es funktioniert nicht. Man kann nicht mit äußerlicher Zeremonie einen Menschen freimachen. Und damals habe ich gesagt, unter den 6 Arten von Zeremonien wurden die Jüdischen damals von Rabbiner bis zur Jüngerschaft immer mit Wasser besprengt. Das hatten sie in Wiedergeburt gesagt. Aber wohin die Wiedergeburt? Man hat sich so einen Titel gegeben. Der Titel wird zu Briteln. Deshalb brauchen wir einen anderen, und zwar die Gnade. Wir wollen nicht mit dem Titel wie eine Brille anziehen und damit wir einen Titel angeben, sondern wir wollen mit dem Wort Gottes, das uns befähigt, dass dieses Wasser, das Wort Gottes, uns einmal überführt, uns zu Buße umkehrt und dann uns heiligt. Und damit fängt es nicht an, dass ein Mensch denkt, vielleicht, wenn ich mich jetzt abtaufen lasse, erste Mal hat es geholfen, dass ich von den Kippen befreit werde, das zweite Mal lasse ich mich nochmal taufen, vielleicht werde ich befreit von meinen Sünden. Diese 6 Arten braucht ihr nicht, ihr Lieben, sondern wer in der Gemeinschaft bleibt, der wird geheiligt, gereinigt und dann wird er auch von jeglicher Bindung, Stück für Stück, wird er erlöst werden. Darum ist es wichtig, diese Begebenheit, was wir heute lesen, hören, dass sie eintrifft und dass sie mit uns in die wahre Gemeinschaft sucht, die Menschen, die im Geist und Wahrheit Gott anbeten, wie die Samariterin. Auch dieser Lebensdurst, zu dieser Dame werden wir auch eines Tages kommen, so der Herr Gnade schenkt. Und jeder sind wieder, wir haben Durst, wir haben Hunger und wir sind krank, wir sind schwach, wir haben Gefäße, die müssen gefüllt werden. Und da kommt der Herr Jesus Christus und zeigt uns, selbst ein Priester, selbst ein Schriftgelehrter ist noch immer noch nicht satt.
Ja, der Nikodemus hat noch lange nicht vom Leben. Und auch wir nicht, ihr Lieben. Unser Dienst währt Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum, weil wir wissen, Gott zu fürchten ist, suchen wir die Ehre des Herrn und verkündigen das Evangelium alle Menschen. Und wisst ihr, Gott hat auch sein Gewissen angetastet. Gott hat das Gewissen Nikodemus richtig, er ist reingegangen. Und was ist passiert dann? Er ist bei dem Herrn Jesus geblieben. Er ist fragend. Und das ist wichtig, in Glaubensnachfolge fragend zu sein. Herr, wo werde ich sein eines Tages, wenn ich meine Augen schließe? Wahrlich, wahrlich. Jetzt kommt das zweite Mal, wahrlich, wahrlich. Und dann gibt es noch der Oberhammer drauf. Ein drittes Mal gibt es noch sogar ein wahrlich. Das heißt, der Herr Jesus bekräftigt diese Vaterschaft, die Sohnschaft und der Heilige Geist. Er bekräftigt einmal, das erste ist Gott, der Vater, das zweite ist der Sohn. Und der Wind ist genau das Zeugnis für den Heiligen Geist. Auch der überführt die Menschen. Seht ihr, wie der Herr, aber er schlägt nicht mit einem Stock rein, sondern dreimal in diesem Kapitel spricht der Herr wahrlich, wahrlich, vor Gott und vor dem Menschen. Und das ist für dich, für mich, mein Lieber. Und der Herr sprach zu seinem Gewissen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte von einem Mann erzählen. Es ist unglaublich, wenn das Wort Gottes erschallt. Oder ein Mensch, der meint, er dient Gott. Gott schenkt uns ein Gewissen. Und dieser Gewissen ist oft abgestumpft. Versteht ihr das? Wisst ihr das? Auch bei mir. Oft ist unser Gewissen abgestumpft, dass wir uns nicht überführen lassen. Aber ich möchte euch von einem Mann erzählen. Diesem Priester, das mir ein Vorbild geworden ist. Er heißt Taufik Khoury. Das war ein aramäischer Priester, Diener. Er war in Jerusalem, Diener, ich glaube, er kam aus Libanon. Er hat Theologie studiert, katholische Theologie, und er hat ein wunderbares Buch, an dem er schreibt, dieses Buch könnt ihr euch gerne kaufen, die heißen Katholische Priester finden die Wahrheit. Absolut zu empfehlen. Derjenige, der sie möchte, unser Bruder Nilo hat welche und kann zu ihm kommen, sowohl auf Italienisch, auf Deutsch gibt es. Und dieser wunderbare Mann, Taufik Khoury, war so, er diente Gott wirklich von ganzem Herzen, wie ein Nathanael, ein wahrer Israelit. Aber wir haben ein Gewissen, das macht uns das Leben ein bisschen schwer. Dieser Taufik Khoury diente Gott und er merkte, ich kann Gott nicht dienen. Dieser Taufik Khoury diente Gott und war überall, hat lehrreiche Predigen abgegeben, hat überall Jesus verkündigt, wisst ihr. Er hat so viel von Jesus erzählt. Und eines Tages geht er auf die Knie und sagt, Herr, lieber Gott, hol mich heraus, bitte. Das alles, was ich mache, ist eine Lüge, Herr. Ich habe ein Problem mit dem. Ich habe Auge mit Augen. Ich habe Auge mit dem. Ich kann so nicht mehr. Darauf geht er hin, geht in die Beichte. Da kommt der Oberpriester. Er kommt, legt Hände auf, spricht zu ihm, mein Sohn, wir sind alle Sünder. Wir haben alle Fehler. Das ist okay. Das passiert mal. Es ist der Teufel. Der versucht dich nur zu zermürben. Und daraufhin, dieser Taufik Khoury sagt, ja, ich mach's nochmal. Geht wieder hin. Und das Gewissen lässt keine Ruhe. Das Gewissen Zimmer schreit. Hilf mir und mich raus. Und wisst ihr, auch du bist gefragt. Ich bin gefragt. Wenn wir einen Dienst versehen, wo Gott keine Freude dran hat, aber wir sehen nicht, dass er keine Freude hat, sondern wir sind leider kurzsichtig und blind und meinen, dass wir es richtig machen. Auch ich stand oft hier, dachte mir, ich will nicht mehr hier reden. Ich wünsche mir, Herr, schick doch jemanden, der hier redet. Ich möchte, dass du mich befreist. Und wie oft hat er Gnade geschenkt, mein Leben. Und dieser Taufik Khoury hat Folgendes gemacht. Er hat die Kleider ausgezogen, so wie ich gerade wollte, aber ich was drin nehmen. Er hat die Kleider ausgezogen, also ich werde nicht mehr predigen und nicht mehr sagen. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben mein Bild aufgestellt als Ketzer, abgefallen, das Bild von Taufik Khoury, und habe es auch ein Abgefallener von der Kirche
überall aufgestellt. Das war in den 70er, 80er Jahre. So sind Menschen, mein Lieben. Ist das der Gottesdienst, den wir versehen? Ist das die Gemeinde Gottes, wo Menschen verflucht? Oder ist das eher die abgefallene Kirche, die selbst meint, sie ist die Hürde, dabei stellt sie nur die Bürde. Und irgendwann wird sie selber zu der Ausgehördete. Sie wird selber eines dafür Konsequenz tragen, für das, was sie tun. Preist den Herrn, Geschwister, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Eines Tages geht diese Tofik Rudi in eine Bibliothek, hört eine Predigt. Er hört eine Predigt, dass der Herr Jesus Christus Retter ist. Und dass ein Mensch, ein Kind Gottes werden kann, dass er gerettet wird. Und er schreibt sich alles auf. Und was macht er? Er ruft dort an. Er ruft dort an und lernt diese Menschen kennen. Was passiert? Der tut Buße. Und dieser Mensch wird erfüllt mit dem Geist Gottes. Ein Wirt wird ein Wiedergeborener. Und jetzt, bis er gestorben ist, wurde er Zeuge dieser Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus. Und hier sehen wir einen Nikodemus, der Volkssieger, wurde zu einem echten Jesu-Jünger. Und auch Taufik Rudi, auch du, mein Lieber. Es gibt keine Menschen, den der Herr, wenn ein Mensch sein Gewissen, Gott redet auf verschiedene Weise zu uns. In der Hebräerbrief sagt etwas Wunderbares. Gott hat auf verschiedenerlei Weise zu uns gesprochen. Doch in den letzten Tagen hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Und ihr wisst ja, wie der Vater von Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und die Frage ist, kommen wir wie Nikodemus mutig zu ihm? Leben wir die Abendsgemeinschaft? Geben wir alles auf? Hast du so viel Spende wie Nikodemus für Jesu Leib gebracht? Über 5000 Euro habe ich mal irgendwie ausrechnen lassen. Ungefähr habe ich so gehört. Über 5000 Euro hat er für die Spezereien Jesu sein Leib wurde gesagt. Es war ein teures Opfer Jesu Christi. Und sie wisst ja, es war nicht vergeblich, dass Nikodemus sich die Mühe hingemacht hat, auch wenn du von anderen schlecht gestellt wirst. Was? Du gehst zu diesen internationalen Christen, Freikristen, Baptisten? Das ist doch eine Sekte. Ja, das hat man schon überall über die Jünger gesagt, die sogenannte Sekte. Aber wir sind immer noch da. Und wir sind noch immer noch zu diesen, die der Herr Jesus Christus noch ihn anrufen. Und wir danken dem Herrn Jesus Christus, wir sind nicht menschengefällig. Wisst ihr, das kommt euch zugute, merkt das. Wer für den Namen Jesu leidet, es kommt alles zum Guten für dich. Der Herr wendet das Blatt. So wie Taufik Rudi verflucht wurde, er wurde zum Segen. Der dich verflucht, der macht dich zum Segen. Weil nämlich soll jeder wissen, Christus Jesus ist unser ganzer Halt. Er ist dein Schutz, dein Schild, dein Horn, dein Bogen, dein Herr. Und außer ihm ist kein Herr. Außer ihm gibt es nur das Meer. Ihr wisst ja, das Völkermeer, wo die Menschen hin und her sich bombardieren. Aber der Herr steht über das Völkermeer und er ist Herr über alle Herren hier. Und den wollen wir bekennen, den Menschen hier. Und wir wollen auch ihn vermitteln. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, um ins Reich Gottes kommen zu wollen. Du bist herzlich eingeladen. Da steht nichts mehr dazwischen. Niemand kann diese Brücke zerbrechen. Und wenn auch diese Brücke zerbricht, hat der Herr Jesus Christus dir andere Brücke gegeben. Und zwar das Kreuz über die Brücke. Und über das Kreuz läufst du drüber. Und das Kreuz heißt, ja, das sind viele Hürden im Leben. Einmal der Gehorsamsschritt. Der erste ist, wenn ein Gläubiger sich bekehrt, es ist jetzt du. Du bist jetzt gefragt, nachdem du gehört hast, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich aufgestanden bist. Und ich will dich bitten, Herr, dass du mir Kraft gibst, jetzt in deinen Tod hineingehen. Der erste Schritt ist von uns, jemand, der sich bekehrt, gar nicht hinauszuschieben, sofort die Taufe. Sofort diesen Gehorsamschritt zu machen. Damit wirst du nicht gewaschen, du wirst nicht schöner, du wirst nicht besser, du wirst nicht erfolgreicher, sondern die Taufe ist der Gehorsamschritt, wie Jesus getan hat.
Ich bedarf von dir, dass ich getauft werde. Schaut mal, Gott ist gnädig. Johannes sagt zu Jesus, du, ich bedarf von dir. Jesus sagt, so wie die Schrift es verlangt jetzt, lass uns vollbringen. Wenn der Jesus sich diesen gehorsamen Schritt getan hat, dann sind wir jetzt dran, wie Römer 6 sagt, wir werden jetzt in den Tod Jesu. Du bist jetzt da. Da hängst du, da bleibst du, da stehst du. Auf das Kreuz von Golgatha, wer dort bleibt, der ist beschützt und geschützt. Wer auf das Kreuz da hingeht, der erfährt Segen. Und das ist so wichtig, wer zu dem Kreuz kommen will, der muss Jesus bekennen, sein Leben. Und das ist der Schritt, den wir tun. Der erste Schritt ist, glaube an den Herrn Jesus Christus, du und dein Haus, und du wirst gerettet werden. Und der zweite Schritt ist, ich möchte jetzt kapitulieren mit dir. Ich möchte jetzt, Herr Jesus Christus, so wie du für mich, so auf diese schlimme Art und Qualen. Du selbst hast dafür gebeten, Herr, für diese schwere Stunde. Ich möchte auch mich freiwillig in deine Hände, in Obhut und deine Hände mich übergeben, dass du sagst, Gnade ist hier erschienen. Ja, dazu laden wir dich ein, liebe Bruder und Schwester. Wer bis heute noch nicht getauft ist, heute ist auch eine Einladung. Es ist jeder willkommen, der den Namen Jesus anruft. Es ist der Tag des Heils. Siehe, heute ist der Tag der Rettung. Geschwister, Gott hat einen Weg aufgestellt. Und dieser Weg war mehr als eisig, stachelig. Der Herr Jesus wurde gekrönt mit Corona-Krone. Und das war kein schöner Anblick. Und jetzt, sieh auf diesen Blick, was sagst du? Da fehlen die Worte. Da kann man nicht mehr schön reden. Da wird nur noch mit Tränen begossen. Wir sind nur noch erstarrt. In Psalm 34, die auf den Herrn harren, die auf ihn schauen, sie werden nicht ermatten. Und die auf ihn blicken, werden nicht zu Schanden werden. Als die Frauen über Jesus weinten, als er das Kreuz sah, sagte er Folgendes, auch zu dir sagte er, weint nicht über mich, sondern weint über euch. Und das ist nicht mitleidig, sondern Gottes Mitleid geht über uns. Weint nicht über mich, denn es gibt keinen Grund, über mich zu weinen. Er ist der Volkssieger. Der Herr Jesus Christus ist der Weltsieger. Er ist die Weltmacht Gottes. Und heute gebietet er allen Menschen in 1. Timotheus 2, Vers 3 sagt er, wir können jetzt schon gemeinsam lesen, über diesen wunderbaren Mittler, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3 bis 6. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Das heißt, wenn wir ein Gebetleben haben, welche will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt kommt das Wichtige, liebe Geschwister, in Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch, Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, meine Lieben. Und es ist ein Gott und ein Mittler. Und dank doch dem Herrn, dass nicht viele Mittler sind. Dank doch dem Herrn, dass du nicht zu Menschen gehen musst. Dank doch dem Herrn, dass du nicht zu einem Priester musst. Dank doch dem Herrn, dass du nicht zu deinen Eltern musst. Dank dem Herrn, dass du nicht irgendwelche Chefs erst fragen musst über deine Rettung. Dank dem Herrn, dass du nicht irgendwie das erkaufen kannst. Dank dem Herrn Jesus Christus, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass diese Rettung in ihm ist. In Christus Jesus ist die Rettung. Wer zu ihm kommt, der erfährt Heil. Wer zu ihm kommt, der erfährt Vergebung. Wer zu ihm kommt, der findet das ewige Leben. Und dazu bist du eingeladen, meine liebe Schwester. Und dieser Mittler ist ein besonderer Mittler, kein Vermittler, wie ein, der Häuser verkauft oder irgendwelche Menschen, wo Autos verkaufen, die ein kurzes, schnelles Geschäft machen, wo sich noch ihre Bonuspunkte holen, Prämie über Prämie. In Jesus Christus hast du das volle Paket. In Jesus Christus bist du reich gesegnet. In Jesus Christus hast du alles. Dir mangelt es nicht an Kleidung, dir mangelt es nicht an geistlichen Autorität, dir mangelt es nicht an Hunger, dir mangelt es nicht an Haus, dir mangelt es gar nichts. Alles ist in der Fülle des Herrn Jesus Christus, die leibhaftig in ihm wohnt. Und du darfst da hineinkommen und dich mit ihm versöhnen. Seht doch, was für eine große Einladung, größere Einladung und größere Sohnschaft, Kindschaft
oder auch ein, wie können wir sagen, für das dieses Vorrecht, ein Kind Gottes genannt zu werden, gibt es nicht. Ob man ein Präsidentensohn ist oder ein Bürgermeistersohn, das alles ist nur zeitlich. Aber wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus hat, der hat das, was niemand wegnehmen kann. Und das ist doch was Wunderbares. Wer Jesus hat, der ist umgürtet von der Liebe, Schutz und der Bo. Und in diesem Sinne, meine lieben Geschwister, es ist doch so wunderbar, diesen Herrn Gott einzuladen. Er gebietet heute uns hier, dass alle Menschen sich wie ein Nikodemus, der zu ihm kam, der sein Lebenshungerdurst stillte. Und deine auch, wo mangelt es in dir? Was fehlt dir noch? Gibt es etwas, was Jesus nicht füllen kann, lieber Mensch? Oder sind das eher deine eigene Sache, die immer wieder hochkommen? Ihr kennt doch diesen wunderbaren Prediger Charles Spurgeon. Als er kurz vor seinem Tod war, sprach er, so ein Bekannter, Charles Spurgeon, sagte zu seinem Freund, du, ich glaube, dass ich heimgehe. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie sterben werde und so. Er hat ja so viele Bände geschrieben, über 10.000. Und bis seinem hohen Alter, er ist ja jung gestorben, kannte fast alle seine Bände, überlege mal, ne? Und er wollte noch zum Schluss etwas Bild geben. Viele von ihr wissen hundertprozentig, was er seine letzte waren. Aber er sagte, weißt du, sein Schüler fragte, was soll man noch mitgeben den Menschen draußen? Denn seine, damals, wo er in London predigte, waren immer bis zu 6.000 Menschen immer anwesend, was der Herr für Hungerdurst geschenkt hat. Wir sind dem Herrn dankbar, wenn die Gemeinde schon einige vor sind und jetzt noch heute silbervoll preist den Herrn. Und dann sagt er, was willst du denn mitgeben zum Schluss deiner Theologie oder den letzten Worten, damit die Menschen noch etwas Gutes mitnehmen? Er sagte, weißt du, ich glaube, und ich bin felsenfest davon überzeugt, das, was ich mitgebe, ist nicht schwer, aber das hat mein ganzes Leben geprägt. All das, was ich aufgeschrieben habe, hin und her, kann ich nur mit diesen Worten zusammenfassen. Und das ist wichtiger als alles. Und das soll, es reicht vielleicht nicht für eine ganze Predigt, da muss man etwas anhängen, aber das reicht, diese Worte, dass die Menschen wissen, das tat Jesus für mich. Seine letzten Worte waren, Jesus starb für mich und für dich. Das ist meine ganze Theologie. Wenn das uns einmal bewusst ist, dann fällt kein Schritt, den zu tun, schwer in der glaubensgehorsamen Nachfolge. Jedes ist anhänglich mit dem anderen. Der Herr Jesus Christus starb für dich, liebe Seele. Willst du ihn jetzt so anschauen und in der Stunde sagen, ah, das war gut, das war nett von dir. Willst du das Kreuz ein bisschen streichen, schmeicheln? Das braucht der Herr Jesus Christus nicht. Weil wir wissen, der Sohn Gottes, Jesus Christus, lebt und regiert. Gestern, heute ist Jesus Christus derselbe in Ewigkeit. Unveränderlich. Und ja, liebe Menschen, liebe Brüder und Schwestern, wir sagten, wir haben keine Besucher, weil wir haben nur Brüder und Schwestern. Wir sind unterwegs zu jener Stadt und du bist herzlich eingeladen. Komm mit uns, verweile nicht, sei kein Gast. Ein Gast auf Erden sind wir hier, aber fremdlich in Pilger. Wir laden dich heute ein. Du darfst heute die ganze Sache machen mit dem Herrn Jesus Christus. Heute kannst du nochmal, vielleicht bist du von den Umständen deines Lebens, von deinem Ehepartner, der nicht wiedergeboren ist, deine Ehepartner, vielleicht sind nicht wiedergeboren, vielleicht deine Eltern machen dir das Leben schwer, vielleicht hast du Probleme mit der Schule, mit der Arbeit, du wirst gerade richtig runtergezogen. Wir wollen dir sagen, der Herr Jesus Christus starb für dich, Jesus Christus lebt für dich. Wenn Jesus Christus für dich starb, dann lebe doch für ihn. Komm heute, wenn du möchtest, wir sind parat, wir wollen für dich beten, wir wollen mit dir beten, wir wollen mit dir auf die Knie gehen, wir wollen mit dir weinen. Es fällt uns nicht schwer zu weinen. Wenn wir auf das Kreuz von Golgatha schauen, der Herr Jesus Christus weinte über Jerusalem. Das ist Zeichen, Kernzeichen deiner Liebe. Er hat Mitleid über die Menschen. Und wann hast du das letzte Mal Tränen begossen, mein Lieber? Vielleicht wird das Zeit heute nochmal vor dem Herrn, nicht in Euphorie, nicht in eine Religionsform, nicht in eine Spaßform, nicht schmunzelnd, nicht cool, sondern wirklich vom Herzen weinen für deine Ehe. Wann hast du das letzte Mal deinem Mann gesagt, ich liebe dich? Wann hast du das letzte Mal deiner Frau gesagt, ich liebe dich? Wann hast du das letzte Mal deiner Mutter gesagt, ich liebe dich? Wann hast du das letzte Mal deiner Schwiegermutter gesagt, ich liebe dich?
Wann? Wie lange noch? Es wird Zeit, dass du die Liebe auspackst. Es wird Zeit, dass du die Farbe, wie wir sagten, Jesu Worte sind in Rot geschrieben. Weil die sind wichtig. Der Herr möchte im Augenbegegnung uns begegnen. Und das hat Nikodemus erfahren, ihr Lieben. Wenn wir von der Liebe sprechen, können wir vom Kreuz nicht schweigen. In diesem Sinne, liebe Geschwister, der Herr Jesus Christus segne euch. Ihm sein Frieden möge reichlich über euch walten. Er lebt und möchte mit euch auf dem Lebensweg gehen. In diesem engen Weg, ihr seid herzlich eingeladen, heute ganze Sache zu machen. Der Friede unserem Herrn Jesus Christus, der alle Menschen Verstand übersteigt, möge euch segnen und euch wohl nach Hause behüten. Amen.